Schauen wir uns nochmal unsere Beispielgleichung an, x² plus 6x plus 8, die wir ja im vorigen Video schnell mal überführt haben. Also die Normalform überführt in die Scheitelpunktform, damit man sie skizzieren kann. Und Scheitelpunkt heißt also s minus 3 minus 1. Und wenn ich jetzt hier rangehe, ich mache das mal in blau, dann fällt es besser auf. Also das wird jetzt blau gemalt. Minus 3, minus 1, minus 2, minus 3 und minus 1, also einen nach unten. Hier ist der Scheitelpunkt. Jetzt wieder. Einen nach rechts, einen nach oben. Einen nach links, einen nach oben. Zwei nach rechts, vier nach oben. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jetzt das Ganze hier auf der anderen Seite. 1, 2, 1, 2, 3. Na, jetzt bin ich verrutscht. Also in der Höhe muss er sein. So, jetzt habe ich hier also meine Parabel. Und die wird dann oben bei 8 meine y-Achse kreuzen. Ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Gucken wir uns mal ganz schnell was an. Und zwar, an der Stelle hier kreuzt die die x-Achse. Dazu sagen wir 0 stellen. Ach, ich schreibe es mal gleich so hin. x01 und x02. x01 ist, jetzt gucken wir, 1, 2, 3, 4, also minus 4. Und x02 ist demzufolge minus 2. Wie kann man diese Nullstellen vorher berechnen und was nützen die einem beim Malen von Graphen der Normalform? Am allereinfachsten ist, dass wir sagen, PQ-Formel. In der Normalform haben wir hier P als 6 und Q als 8. Also P ist plus 6 und Q ist plus 8. Und wir errechnen mal x012 mittels PQ-Formel, ob das so stimmt. Und dann werden wir auch sehen, ob das nützt. Jetzt haben wir das gemacht, das geht hier so leicht. Hier kommt raus, ne, wirklich tatsächlich minus 4 und minus 2. Eins haben wir jetzt eben gerade in der Diskussion hinbekommen. Und zwar, der Scheitelpunkt, der liegt genau in der Mitte dazwischen. Der x-mäßige Wert ist ganz leicht zu errechnen. Ich sage minus 4 plus minus 2 ist minus 6 und teile durch 2, dann finde ich immer die Mitte zwischen den beiden Zahlen. Jetzt ist aber die Mitte zufälligerweise nur einen nach rechts, einen nach links, dann kann ich sagen, das war leicht, hier jetzt zu sagen, der Scheitelpunkt muss also einen drunter liegen. Was ist aber, jetzt mache ich es mal mit einer grünen Kurve, ich hätte beispielsweise hier und 1, 2, 3, 4, hier eine Nullstelle, was würde dann passieren? Dann ist es ziemlich weit, dann weiß ich nicht, wie tief muss ich dann runtergehen. Aber eins weiß ich, die Mitte, rein rechnerisch, gucken wir uns das mal an, das wäre in grün, x01 wäre minus 3 und x02 hat nur 1, 2, 3, 4. x02 wäre plus 4. Zählen wir den ganzen Kram mal zusammen, dann haben wir den Abstand, der ist 7. Aber die echte x-Koordinate muss ich errechnen, indem ich sage, minus 3 plus 4 ist 1. Und das durch 2 geteilt ist 0,5. Also habe ich den x-Wert. Das ist der x-Wert, xs des Scheitelpunkts. Der ist 1,5. Und wie komme ich jetzt aber darauf, dass ich sage, wie tief muss ich denn runtergehen? Ganz einfach. Ich habe ja diese Nullstellen aus irgendeiner Formel schon ermittelt. Ich muss in diesem Fall diese 0,5 in meine entsprechende Formel einsetzen. Wie die dann lautet, also aus solchen wenigen Werten noch eine Formel zu basteln, das kommt dann später. Das ist auch nicht schwer, aber so geht man dann bei. So, das kommt dann aber später. Also Nullstellen aufgrund der Symmetrie. Symmetrisch heißt ja, ich habe hier, kann hier eine Achse dazwischen legen zwischen diesen Graphen. Zwischen diese Graphenhälften und links und rechts ergeben sich immer gleiche Abstände. Kann ich sagen, okay, die Nullstellen und davon die Mitte liefern mir automatisch schon den Wert, den x-Wert des Scheitelpunktes. Und dann kann ich losmalen. Aber wie man dann rückwärts rechnet, das ist eine andere Geschichte. Das dazu. Gucken wir uns nochmal schnell eins an. Das, wenn ich nur die Scheitelpunktsform gegeben habe, wie errechne ich da die Nullstellen? Wie kann man von der Scheitelpunktsform Nullstellen ermitteln? Also richtig, wenn ich eine
Scheitelpunktform gegeben habe, dann kann ich zwar schnell malen, das ist richtig, aber die Nullstellen kann ich nur ermitteln, indem ich wieder ab in die Normalform gehe, mit PQ die ausrechne und dann kann ich sie auch richtig malen. Gut, hätten wir das. Kommen wir mal zur Linearform und basteln uns daraus was und betrachten mal, was dabei passiert. Ich mache mal Pause und male das mal auf. So, wenn ich eine Linearform gegeben habe, zur Erinnerung schreibe ich es nochmal hin, Linearform ist das. So, wenn ich die gegeben habe, dann kann ich hier wunderbar x01 und x02 die Nullstellen ablesen. x01 ist dann minus 2 und x02 ist plus 3. Jetzt bin ich im Vorteil. Jetzt kann ich sagen, okay, die Nullstellen, die weiß ich schon mal. Also bei minus 2, 1, 2, minus 2, hier ist die eine. Und bei plus 3, 1, 2, 3, hier ist die andere. Jetzt könnte dieser Graph so laufen oder er könnte so laufen. Wie kann ich das entscheiden? Also, da x positiv ist, hier steht ein stilles Plus drin und hier steht ein stilles Plus, kann nur ein x Quadrat, ein echtes x Quadrat und kein minus x Quadrat rauskommen. Also muss die nach oben geöffnet sein. Ja, aber wie komme ich an den Scheitelpunkt? Das sollten wir jetzt wieder ausrechnen. Jetzt nutzen wir mal die Erkenntnis hier und sagen die Mitte. Wie ist denn die Mitte zwischen minus 2 und 3? Gut, 0,5. Minus 2 plus 3 ist 1. Ich habe aber 2, durch 2 muss ich teilen. Also bei 0,5 ist der x-Wert. Jetzt hätten wir schon mal xs ausgerechnet als 0,5. Jetzt habe ich hier schon eine fertige Funktionsvorschrift. Wie komme ich an ys, also die Koordinate oder f von xs ran? Ganz genau, ganz stur in diese Form oben einsetzen. Das sieht dann so aus. 0,5 plus 2 in Klammern mal 0,5 minus 3 in Klammern. Jetzt muss ich es ausrechnen. Ach je. Das ist 2,5 mal, minus 2,5, ne? Das geht ja. Das wissen wir. Ys ist dann minus 6,25. 25 mal 25 ist 625. Gut, dann habe ich das und das auch. Und jetzt kann ich sagen, minus 6,25 gehe ich also hier runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein bisschen was. Und hier ist mein Scheitelpunkt. Und jetzt kann ich den Graphen wieder einmalen. So, ausmultipliziert, die Linearform ausmultipliziert, ergibt x² minus x minus 6. Hier tatsächlich bei minus 6,25, also minus bei 0,5 minus 6,25 ist der Scheitelpunkt. Und ein kleines bisschen höher bei minus 6, y0 ist also minus 6. Das kann man hier wieder an der Normalform schön ablesen. Da kreuzt das Biest dann die y-Achse. Schön. Jetzt haben wir die Normalform. Damit kann man nicht sofort losmalen, aber eins haben wir gesehen, das stimmt hier, dieses Kreuzen. Ne? Ein bisschen höher als minus 6,25 passiert das, bei minus 6. Tja, was kann man noch mit der Normalform Gutes anstellen? Sagt mal, wie groß ist P und wie groß ist Q? Gucken wir uns mal P an. Ich schreibe mal P ist minus 1. Minus 1 und Q ist minus 6. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir hatten uns jetzt nochmal diese P und Q, wir hatten nochmal näher angeguckt. Q, okay, Kreuzung mit der Y-Achse. Aber P ist interessant. Hier hatten wir P plus 6 und der Scheitelpunkt, der X-Wert des Scheitelpunktes war minus 3. Wir hatten hier P als minus 1 und der Scheitelpunkt ist bei plus 1,5. Das heißt, wenn man P halbiert und vorzeichenmäßig umdreht, findet man schon mal den x-Wert automatisch, den x-Wert des Scheitelpunktes. Das ist ein Riesenvorteil. Und unsere Formel heißt nicht umsonst, x012 ist minus p halbe. Also wir drehen das p um und halbieren das. Und jetzt kommt plus, minus, ich sage einfach mal rechts, links. Re, li. Gucken wir uns das nochmal hier an. Hier hatten wir gesagt, minus 3. Also haben wir schon mal den x-Wert des Scheitelpunktes. Und den plus minus 1 nach rechts, 1 nach links, ergibt die Nullstellen in diesem Fall. Das ist der ganze Haken daran. Also kommt man damit relativ leicht, auch mit der Normalform, auf wenigstens den x-Wert des
Scheitelpunktes. Ich mache das Video an der Stelle erstmal dicht. Wir können ja dann weitermachen.